müssen halt eigentlich nur Zeit stallen. Ja, außerdem sind noch ein paar Leute von uns, könnt ihr die mal retten. Das ist ein guter Modus für meine Medics, da kann ich mich Leute retten. Um mein Ding rumzutreiben. Ja, automatisch geschützt voll. Jetzt sind noch die Drecksdrohne und Raketenwerfer. Wow. Also immer weitermachen, freigeschaltet, ey. Wir die Bonus XP haben von der Runde. Auch wenn wir nur zu dritt sind. Ich hoffe mal nicht, dass unsere Evacuation-Runde jetzt aufgehört hat dadurch, weil das wäre richtig bescheuert. Das wäre, fände ich jetzt auch mies. Weil dafür können wir ja nichts, wenn die Idioten da einfach alle lieben. Ich hätte die Leute nicht einfach nicht mal 5 Runden lang jetzt da bleiben können. Ich meine. Ja, du weißt doch, wie das ist. Du weißt doch, kennst das doch auch bei League of Legends, wenn du im Dungeon, Dungeon Finder, sag ich schon. Wenn du 2 Sekunden lang nichts losgeht, dann. Oh, nee. Ah, nee, ja, ich suche mir eine andere Gruppe, ja. Player found. Na, wenigstens das. Echt, bei mir steht noch sucht. Ah, jetzt. McCallum, Bokun. Oh, Level 815, okay. Hast aber von vorne angefangen zu verarschen. Echt, jetzt? Ey, was, das sind 4000 XP, die uns da verloren gehen oder so. Jetzt kommen wir Level 15 und 18er jetzt. Sehen wir bestimmt. Na, wobei. Mal schauen. Bevor wir, was ist? Echt, ja, Bokun, der halt, Assault. Wie bei Liga. Das heißt gar nichts. Nur ein goldener Rahmen heißt noch nicht. Nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Ach, das ist doch bescheuert. Schade. Ja, oder die Frage ist, hättet ihr jetzt wirklich, was macht jetzt mehr Spaß, gegen einen menschlichen Spieler zu spielen oder halt, ne? Aber hätten wir doch wenigstens sagen können, dass die zwei reinkommen und unseren Modus weiter mitmachen. Ja, auf jeden Fall. Weil dann kriegt halt der Glückliche, der das Monsterspiel, kriegt halt dann die Bonus-XP von dem Letzten. Mein Gott, dann ist halt so. Ich meine, das ist immer noch bessere Sache. Letztendlich, der einzige Unterschied zwischen dem und im normalen Modus ist halt dann die verschiedenen Bonis, Malus, Mali, also und halt die Tatsache, dass du am Ende Bonus-XP bekommst, egal ob du gewinnst oder verlierst. Ja. Ja, vielleicht müssen wir so kleine Strafen, so kleine Debuffs für Lieber einführen, so wenn du liefst, dann kriegst du 10% weniger XP in den nächsten 2 Matches. Oder so, ja. Ja, wobei andere sind. Was? Ich bin Monster? Hä? Warum bist du? Thomas, los, geht doch gar nicht, wir sind in einer Party. Okay. Domo Arigato, ne? Arigato, ja. Wieso hab ich den Savage-Skin? Cool, ich hab den Savage-Skin. Den hab ich auch. Glaub ich jeder. Ich hab keine Ahnung, ich hab noch nie mit dem Monster gespielt. Tja, lernst du das jetzt? Cabot. Toll. Hier kann Monster spielen. Ich hab Monster auf Platz fucking 5. Und außerdem sind wir in der Party. Ich dachte, das geht nicht in der Party. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich ziemlich unfair jetzt. Theoretisch, wenn wir jetzt Arschlöcher werden, könnt ihr mir helfen. Aber ihr wollt ja auch gewinnen. Wir könnten jetzt voll exploiten. Aber das heißt, ich will jetzt den ganzen Scheiß, die ganze Zeit ist das Monster, was ändert sich ja nicht. In dem Modus. Du bist doch ein Monster. Mondstern. Du kannst es tun. Ich hab das Video nicht angeschaut, sondern ich weiß gar nicht, was es war. Wie esse ich auf E? Oder wie benutze ich meinen Geruchding? Ich glaube, ich hab keine Ahnung, wie das scheiß Ding funktioniert. Und schleichen mit Steuerung, oder wie war das? Das macht nichts so. Sag mal was. Sag mal die Knöpfe dafür. Sag mal die Knöpfe, wie das. STRG, glaube ich, für Steuern. Für Steuern. STRG für Ding, für Schleichen. Ja. Leertaste springen. Ja, das ist klar, aber E war, glaube ich, Essen. Ja, und dann halt die Skills auf 1, 2, 3, 4. V ist, glaube ich, Evolven. Ja. Das Geruch sind halt automatisch gehabt. Ist Rechtsklick. Rechtsklick. Wenn wir landen, folgt mir. Gerne doch. Wie nah hättest du mich denn ja? Nicht so nah.
Voll der Jammer. Ein Jammer. Ach, Elb. Stamina depleted. Okay. Du kannst, glaube ich, nur dreimal springen, bevor du... Ja, oh, ich... Ja. Okay, ich hab jetzt schon keinen Lust mehr. Komm her, Agnedoma, los! Dein ist er, ich seh'n! Das Ziel scheucht die Vögel auf. Ich bin ja zu arg weit gekommen. Ich bin vor allem in die falsche Richtung gerannt. Hier kannst du nicht in die falsche Richtung rennen als Monster. Ja gut, markieren brauche ich ja dann nicht, wenn ihr alles killt. Oder McCallum. Ich glaube, der levelt nur so. Schaut drauf. Wo ist denn der Dominik? Ist die Klasse. Ziel identifiziert! Okay, hab ich gefunden. Betäubung, Feuer, wir können dir helfen, Dome, wir können dich enttäuben. Für immer. Da, Vögel! Irgendwas hat sie aufgeschreckt. In Ruhe, geh weg. I don't like you. Ape ist schon schwer, weil ich muss theoretisch gesehen überall stehen bleiben und Monster markieren hier. Ihr habt sie Wolfen. Super, was jetzt? Das macht man. Ich hab einen Bonus-Kurf bekommen. Wo ist der jetzt? Oh fuck. Da ist das Ding. Das Stache aktiv! Das Monster ist verwundbar! Ganz einfach zu erkennen, und wenn du getroffen wirst. Ich hätte auch immer sagen können, dass du nicht drin bist. Na, wie fühlen wir uns? Na, wo ist er denn jetzt? Hier in der Nähe sein, ich hab's gehört. Ziehe mit Staub aufführen. Ah ja. Deine. Ja, ich sag euch jetzt nicht, dass euer Medic mich mit seinem Tranquilizer Dart getroffen hat. Ja, das hab ich erst danach gesehen. Warum sagst du uns das denn nicht? Ey, nicht umdrehen, Thomas, das macht man nicht. Monster in Sicht!
Weg, bösen Menschen! Einer nach dem anderen! Medic! Einer nach dem anderen! Ich hab jetzt extra Schild angemacht! Blöder Mann! Schild geht bald aus! Kein Schild ist zurück! Die tollen göttlichen Gefährten! Ziel auf die Schwachstelle! Granate unterwegs! In Deckung! Fick dich, du feuerspuckender Wichser, sagt er. Der Medic oder was? Nee, ich sag das. Diese kleinen Dinger schmecken. Irgendwas scheucht die Tiere auf. Oh, guck mal! Wird unser Ziel sein. Ja. Ich guck. Kenn ich so. Ja, Feuer gegen Feuer, du! Was ist denn da drüber? Kommt schon! Ihr müsst uns anstrengen! Kommt schon! Fickt euch alle ins Knie! Jo, für mein erstes Mal bin ich zufrieden. Ja, für dein erstes Mal bist du zufrieden. Tat überhaupt nicht weh, das Einreißen deines Jungfernhäutchens. Also mir tat's nicht weh, weil die haben's euch weh getan. Ja. Aber ich hab trotzdem keine Lust auf Monster. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Rockthrow ziemlich schwachsinnig ist. Ja, Dito. Dass der Charge das Beste ist. Hab ich auch gelesen. Ja, Ape ist schon schwer, weil... Ape, glaube ich, brauchst ein Team, das... Oder... Das funktioniert nicht. Die Sache ist, du hast nicht einmal jetzt irgendwas gefressen, was ich markiert habe. Ja, weil ich einfach weggerannt bin. Im Prinzip, Ape ist auf lange Sicht gut, denke ich mal. Wenn du dann irgendwann, wenn ich dann irgendwann anfange zu zirkeln und irgendwann anfange dann Viecher zu essen, wo ihr gestartet seid. Ja. Scheiße. Ist beides Kacke fürs Monster, glaube ich. Das Geile ist, wie keine Stimmen. Ich habe auch ich, keine Stimmen. Ich kann nicht abstimmen. Auch nicht, bei mir blinken auch die Icons alle. Ja. Es buggt cool. Ja total rum, weil die sind ja auch in der Gruppe und ich bin das Monster, ne? Also mal ehrlich. Okay. Airstrikes. Was steht denn bei dir in der Präferenz? Steht da Monster nicht verfügbar? Bei mir steht Monster in der Gruppe nicht verfügbar. Tschüss, Bro, jetzt bin ich wieder ready anscheinend. Ist das Set of that destroyed? Toll! Jetzt hab ich mir selbst einen Nachteil gebaut, oder was? Ja. Ich dachte, jetzt bleib ich das Monster. Das hätte ich ja mit Absicht verloren. Tja, dumme. Karma is a bitch. Karma is a bitch. Okay. And okay. So is your mom. Dum, dum, dum. Warum bin ich schon wieder der fucking... Oh, mein Kalle mit der Uhr und so ist das. Thank you.
Toll, hätte ich das gewusst, hätte ich wirklich mit Absicht verloren, weil das ist doch Bullshit, was soll denn der Mist jetzt? Ich dachte, ja, aber du wolltest doch gar kein Monster spielen, ist doch in Ordnung. Ja, ist okay, also ich will es ja nicht. Wobei es hat mehr Spaß gemacht, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Monster ist eigentlich ganz cool, ja. Wenn ich sogar euch besiegt kriege, wo ja zumindest mal zu zweit ganz gut zusammenarbeitet. Aber es ist echt Asias Medic, ich hab's jetzt als Monster gemerkt. Und ihr hattet noch eine gute Region zum Kämpfen, weil ich bin mit meinem Sprungattacken manchmal in diese scheiß Röhren gefallen. Ja, ich sag halt auch noch, du musst halt eigentlich den Goliath einmal schon auf Stufe 1 zu Gesicht kriegen und ihm mindestens schon mal ein bisschen Schaden machen, meiner Meinung nach. Ich hatte Glück, ich habe einen Bonus, ich hab weniger Damage bekommen, weil ich erstes Mal ein Wicked bin, ohne Damage zu bekommen. Okay. Hab zweiten Perk bekommen, zweite Freischalt bekommen. Ich bin jetzt die falsche Richtung, ich bin jetzt nach oben gerannt, oder? Da ist aber irgendwann eine Sackgasse. Okay, ja, ich denke aber mit Maggie oder Griffin hätte ich dich auch irgendwie schneller gefunden. Wahrscheinlich, ich bin relativ planlos durch die Gegend gerannt. Ich wusste nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Ich habe auch nicht viel gegessen, ich war relativ schnell. In dem Moment, als ich mich gefunden habe, wollte ich mich gerade entwickeln. Ich hatte Glück, dass ich gemerkt habe, dass ich getrankt wurde, bevor ich angefangen habe zu FV zu drücken. Du kannst dich trotzdem evolven, ne? Ja, ich weiß, aber es ist halt doof, wenn ihr da noch nicht so draufballert. Ich finde halt nicht bescheuert, dass ich jetzt gerade halt Monster war und jetzt halt mit meinem eigenen Nachteil zu kämpfen haben muss. Ach, scheiße, das war ja fit überlebt. Sensor im Einsatz! Was macht ihr da hinten? Ja. Ich hab vergessen, dass es überlebt war. Wer lesen kann, ne? Who can read is clearly in the advantage. Ne, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wer von euch stoppt jetzt gerade? Ich bin grad vergiftet. Oh fuck. Oh! Da war ja was. Sehr schön, wie du nicht ausgewichen bist. Ich hab gerade nicht gelebt. What the fuck? Eine Granate! Der Tank, Mann. Das sind die Trümmerteile, die nur auf die Jäger fallen. Das ist halt aber jetzt schon richtiges Karma, ne? Die Frage ist, gibt es Monster auf Damage? Wenn wir jetzt in der Nähe vom Monster kämpfen und wir so schaffen, dass wir da reinbaiten, wenn wir da auch Damage bekommen. Aber Dinger, es kam mit Target und so halt wahrscheinlich. Ja. Ich sag eigentlich, wie ist Trümmer so machen als? Ich hab's gewusst, fertig verloren. Das wäre so lustig, wenn so ein Trümmerteil jetzt ein Landschiff treffen würde. Es abstürzt. Ich finde das auch ziemlich schwachsinnig zu sagen, dass wir jetzt sagen, ja, nee, jetzt einer spielt einmal das Monster und dann was anderes. Das ist eigentlich ziemlich gegen das Konzept dieses Modus, das ist, oder? Wollen wir die nächsten Überlebenden suchen oder wollen wir gegen das Wildlife kämpfen? Ich bin schon hin unterwegs, weiß nicht, was ihr macht. Wo rennst du denn lang? Ah, ne, ich hol mir den Buff noch. Also bist du nicht unterwegs, aber ja. Also hast du gelogen. Warum bist du schließlich auf dem Weg? Ein kleiner Umweg außen rum. Nach Britannia City. Der Weg nach Britannia City. 50% Cooldown Reduction auf Heal, das ist doch ganz praktisch, oder? Kommt euch auch zugute. Ja, auf jeden Fall. Wenn er zu mir kommt, dann kann ich noch. Darf ich lass mich wieder einen Rest mit dem Hand spielen? Hallo! Hilfe! Mein Gott, du siehst komisch aus! Hilfe! Wer? Steh auf! Steh auf! Wenn du Schalker bist. Okay, Dropshoot. Man muss wieder so wie eben, ich versuche einen zu retten, mit dem abzuhauen und der macht den Rest. Ja, guck mal, was das Monster macht, ne? Drop the shit. Oh. Was hab ich gehauen? Das Monster scheint ja komplett auf der anderen Seite der Map zu bleiben. So gut für uns, ne? Ja, solange die letzten Überlebenden nicht auf der anderen Seite der Map sind, ist alles in Ja, also für uns ist es einfach, wir müssen halt nur einen retten jetzt. Das Monster muss 5 töten. Noch haben wir es noch nicht gerettet. Ja, das Monster wird sich. Das Monster wird aber auf Level 3 abzielen. Die Frage ist ja, ist es wirklich so unsinnvoll zu sagen, dass das Monster wirklich nur die letzten 5 Targets in der Stadt hin und her zu suchen? Ist das gar nicht so dumm, die Taktik? Ich würde Level 2 würde ich machen und dann würde ich gucken, dass ich die Überlebenden so ein bisschen targete.
Das ist Monster, übrigens. Oh, das kannst du in Survivern. Okay, ich versuche mal einen zu schnappen, dann abzuhauen, wenn er mir folgt. Ich kann gerade nicht rennen. Welchen gerade? Willst du tun? Kannst du mir gefallen machen? Wirfst keine Granaten auf uns, Patrick, weil wir konnten gerade nicht durchrennen dafür. Was? Natürlich bin der durch. Nein, ich konnte nicht mehr sprinten plötzlich. Ich krieg's auch nicht. Ich konnte nicht laufen, nicht schnell laufen, nein. Da! Du bist jetzt nicht. Okay, ich hole den rechten da, den 80 Meter entfernten. Ich hoffe, dass das Monster nicht kapiert, dann ist da. Das Monster ist eigentlich. Ja, wenn es drin wäre, aber es war ja nicht drin. Ich halte das, versuche das Monster so ein bisschen zu halten. Ja, ich versuche hier den einen Survivor zu holen, dann gucken, dass er nicht mehr abhaut. Ja, natürlich in die andere Richtung. Das Vieh hat sich schon frei. Oh fuck, in der Pflanze, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Ah, okay, ich bin rausgekommen. Ich hab auf die Pflanze geschossen auch. Wenn der Survivor hier abhauen könnte, wäre super. Das Problem ist halt, dass die Uhr erst anfängt zu ticken, wenn alle fünf halt, ne? Deswegen gehe ich mit dem ersten. Ich gehe mit dem einen Survivor, hau ich ab. Ja, ich versuche trotzdem hier noch die anderen. Oh, das Monster hat mich. Vier Survivor, bleib vier Survivor. Targetet aber ganz klar den Survivor, okay, nice. Warum rennt ihr denn zurück zum Monster, der scheiß Survivor? What the fuck? Oh, ich hasse es. Das ist das Problem mit NPCs. Leute, könnt ihr mal herkommen? Die Survivor, die rennen euch. Ich bin tot. Ich weiß nicht, warum, aber diese Leute, ihr müsst da weg. Die Survivor rennen euch. Die rennen genau in euch rein. Okay, ich vergesse nicht, ich gehe zum letzten Survivor zum Dorf. Das kann doch wahr sein. Scheiß NPC. Alter! Steh auf, alter Mann! Steh auf! Ey, ganz gut. Der Survivor rennt zum Monster. Ja, wir müssen wahrscheinlich mit mehreren zum Dropship. Da war ich aber auch alleine, ich weiß den, ich kann's nur sein. Ja, ich hab's nicht. Ah, okay. Oh, ne, mit dem Wasserschutz. Ja, das war, das war ja jetzt das allerletzte. Was ist jetzt? Die Scheiß-KI hat mich war die Spaß. Letzte Runde ist. Ja, ich hätte den gerest, wenn du nicht gesagt hättest, Marit nicht. Muss halt schon klare Ansagen machen, ob du das schaffst oder nicht. Ich hatte ihn, ich hätte es ja geschafft, theoretisch, aber ich habe nicht gewusst, dass, oder ich habe nicht mal gedacht, dass die sterben, wenn die Wasser direkt sterben, dass dann auch keine Mistbomben hat. Aber ich bin ziemlich beschissen, dass die KI und Kapitel verloren haben, weil die hätten locker weg, weggekommen. Die waren fast am Doppelpunkt, haben plötzlich haben beide NPCs umgedreht. Hast du mal versucht zu pingen? Ich lauf lieber ins Monster rein und sterb. Hast du mal versucht zu pingen, dass die vielleicht dem Ping folgen?